Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr alle wisst, wir bauen hauptsächlich Revolver mittlerweile und wir haben aber immer noch aus unserer alten Zeit, wo wir exklusive Langwaffen gebaut haben, einige richtig tolle Schaftholzstücke und glaubt es oder nicht, wir werden heute hingehen und diese Stücke klein schneiden und wieder ein paar richtig tolle exklusive Griffschalen für unsere Revolver bauen. Das hier ist das Rohmaterial. Wir haben bereits einige Schaftholzstücke klein geschnitten, sauber in der Mitte, damit sie symmetrisch aufeinander passen, zusammengeklappt, nummeriert, durchgecheckt und kommt mit in die Fertigung. Wir schauen uns an, wie da ein paar richtig tolle, exklusive Griffschalen draus werden. Auf geht's! So, wir sind hier in einem 5-Max-Fräszentrum von uns und hier sieht man so zwei Griffschalenhälften, die wir perfekt in der Mitte durchgeschnitten haben. Und man bekommt wieder die Maserung genau aufeinander. Deswegen ist es wichtig, dass wir die beiden Seiten richtig beschriften und vor allen Dingen auch durchnummerieren, dass wir die Griffschalen nachher wieder zueinander sortieren können. Ich gehe also jetzt hier wieder eine Griffschale einspannen und ihr guckt euch in einem tollen Zeitraffer-Video an, wie die erste Innenseite rausgenommen wird. Also, schaut zu! Wir haben euch also jetzt gerade gezeigt, wie wir die Innenseite fräsen. Und wie ihr seht, müssen wir jetzt die Außenseite fräsen. Dazu werden wir hingehen, diesen Klotz, so wie er ist, auf einer Vorrichtung aufnehmen. Die könnt ihr hier sehen. Die Vorrichtung hat hier zwei Pinne. Die haben wir extra hier unten rausstehen und wir haben dazu hier zwei Taschen auf den Griff aufgefräst, damit wir die Sache wiederholgenau aufnehmen können. Das Ganze passiert so, wir werden das hier aufstecken und wir haben extra zwei Gewindesacklöcher eingebaut, auf denen wir die ganze Sache fixieren. Also wir schrauben das Ganze jetzt fest und stecken es dann in die Fräsmaschine rein und ihr werdet sehen, wie die Maschine die ganze Sache runterzahlt und ein richtig geiler Griff daraus kommt. Also wir stecken einfach die Schrauben rein und ziehen die Sache nur leicht handfest an, weil natürlich ist das Gewinde im Holz nicht so stabil, wie als wenn wir ein Metallstück aufschrauben würden. So, nun ist es wichtig, das Ding richtig reinzulegen. Gegen den Anschlag und einmal anziehen. Das war's. Die ganze Sache läuft. Los geht's. Nicht, dass da alles voller Holzflusen drauf ist. So, wie ihr sehen könnt, die Aufspannung ist zu Ende. Wir holen die ganze Sache jetzt mal raus und schauen uns mal das Ergebnis an. So, das ist das Teil, was wir gerade abgespannt haben. Und das ist die andere Seite, welche im Vorfeld schon fertig lief. Und wenn wir die beiden Teile jetzt zusammenlegen, dann könnt ihr sehen, wie sich hier die Maserung in der Mitte wieder sauber trifft. Ein kleiner Versatz, den werden wir immer haben. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass wir da einen Cut machen mussten und die Sache einmal sauber hobelten und so. Deswegen haben wir hier immer einen kleinen Versatz in der Maserung. Aber im Großen und Ganzen treffen wir die Stücke wieder sauber aufeinander. Ja, was bei dem Griff einfach zu sehen ist, wir haben auf der einen Seite eine ganz tolle Maserung und auf der Gegenseite wirkt sie ein bisschen langweilig.
Aber wir schauen uns die Sache einfach mal an, wenn das später fertig geölt ist. Und nicht jedes Holzstück, das ist einfach Natur, nicht jedes Holzstück ist einfach immer toll gemasert. Dafür machen wir einfach mehrere Teile und nur die besten gehen auf unsere absolut einzigartigen Revolver, wie damals 10er-Waffen oder bunt geerdete Waffen später drauf. So ein Griffschikör würde ich jetzt einfach fast sagen, naja, es hat eine tolle Maserung, welche sich trifft, aber die andere Seite ist fast ein bisschen langweilig. Da habe ich sicher bessere Griffstücke, die wir später auf eine tolle Waffe drauf machen können. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe den Griff unten aus der Fertigung mit hoch in meine Büchsenmacherei genommen, habe den verschraubt und auf so einer kleinen Holzspachtel aufgenommen und werde jetzt hingehen und das Holz wässern, sagen wir. Und zwar wässern deswegen, so ein Holz hat immer einen Sommer- und einen Winterwuchs. Und der Sommerwuchs ist etwas schneller und daher weicher, wie jetzt so ein Winterwuchs, der einfach etwas langsamer wächst, weil im Winter dem Baum einfach weniger Nährstoffe zur Verfügung gestanden haben. Der Winterwuchs ist fest und hart und der Sommerwuchs einfach weich. Und wir gehen deswegen hin und ich habe hier so eine kleine Schüssel mit Wasser vorbereitet, werde da so einen alten Lappen drin wässern, beziehungsweise nass machen und damit mein Holz einreiben. So. Man sieht dann immer schon mal direkt die Maserung, die rauskommt. Aber viel wichtiger ist, dass sich bei der Trocknung der Sommerwuchs aufstellen wird. Das ist dann richtig rau und es ist wie so ein kleiner, naja, wie soll man sagen, so ein kleiner 3-Tage-Bart entsteht da quasi. Und um das ein bisschen zu beschleunigen, habe ich hier einen Heißluftföhn und werde das damit etwas schneller austrocknen. So, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt sehen kann, aber man sieht ganz deutlich, wie sich hier aus den Poren heraus ein paar Poren angehoben haben. Die müssen wir jetzt in mehreren Schleifschritten immer wieder glatt schleifen, weil ansonsten kriegen wir später kein glattes Finish auf den Griff hin und es wird nie ein ganz sauberes Lackfinish oder Ölfinish, wie wir es gerne haben möchten, auf diesen Griffen entstehen, ja. Wenn ihr traditionelle englische Waffen schon mal gesehen habt, das ist so ähnlich, das System hier, dann werdet ihr vielleicht wissen, dass das viel Arbeit ist und ganz viel Handarbeit bedarf, sowas sauber zu schleifen. Ich zeige es jetzt einmal schnell und ja, es wird sicher 3-4 Mal geschliffen werden müssen und dann wird es erst geölt, bevor die letzten Poren geschlossen sind und nicht mehr sich aufstellen können, muss man eigentlich sagen, ja? Legen wir los. So, ich habe also hier so ein kleines Stück Kork und ein kleines Stück Schleifvlies. Körnung im ersten Moment ist jetzt immer etwas feiner. Wichtig ist jetzt hinzugehen und das Ganze unter einer kreisenden Bewegung zu verschleifen, weil wir wollen ja ein sauberes Schliffbild nachher haben. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Griff unter viel Geduld. Und lassen wir es. So, das kontrolliert man immer wieder. Hier hinten ist es noch rau. So, hier hat sich der Griff ein bisschen verschoben. Das wollen wir natürlich auch nicht, da er noch nicht montiert ist. Sollte er hier schon sauber passen. Ansonsten haben wir uns nachher einen Versatz da reingeschliffen. Das war jetzt der erste Schleifvorgang. Das Holz ist wieder glatt und die Sache werden wir jetzt mindestens 2 bis 3 Mal noch wiederholen müssen, weil ansonsten würde dasselbe auch beim Ölen passieren und das wäre eben fatal, weil dann hätten wir eine ganz raue Oberfläche mit dem Öl auftragen und dazu gehen wir einfach hin und wässern wieder. Also es ist schon eine tolle Maserung von der Seite, auch wenn diese Seite etwas langweilig ist, im Vergleich natürlich. Ja, man wird es erst im Öl nachher sehen, wie es wirklich wird. Von hinten, ja. Der Vergleich ist doch so, wieder trocknen. Und man ahnt es schon, hier unten in dem Bereich ist es schon ein bisschen glatter oder beziehungsweise es hat sich nicht mehr so viel von der Porengeschichte aufgestellt. Aber hier oben in dem Bereich ist es doch noch sehr rau und wir werden auf jeden Fall noch einige Live-Schritte durchführen müssen. Also geht's wieder ans Schleifen. Das war jetzt der dritte Schleifvorgang und wir wässern jetzt zum 4. Mal
Und dann wollen wir mal schauen, ob das nicht reicht, ob wir jetzt auch schon mit Öl arbeiten können. Wichtig ist immer gut zu wässern und es dann nicht zu lange einwirken zu lassen, sondern eben nur oberflächlich das Wasser aufzutragen und dann schnell mit dem Heißluftföhn das Wasser zu verdampfen eben und dabei die Poren bzw. die Fasern sich aufstellen zu lassen. Das ist der Trick bei der Sache. Ja, das ist unser Ergebnis. Wenn ich das Ganze anfühle, es ist noch ein bisschen rau, aber erfahrungsgemäß reicht uns das, um eben mit dem Ölschliff zu beginnen. Der Ölschliff wird jetzt quasi genauso aufgetragen und wir werden dabei hingehen und das Öl auch in kreisenden Bewegungen mit dem Schleifpapier in die Poren einmassieren und dabei immer wieder das Öl über Nacht trocknen lassen. Und das hat eben den Effekt, dass auch die Poren sich zusetzen und es sich Schicht für Schicht ein kleiner Ölfilm aufbauen wird. Ja, beginnen wir einfach mal mit dem Ölen. Das können wir direkt auf den Griff verteilen. Ja. Auch den Rest von den Fingern runtermatschen. Und wie ihr sehen könnt, so viel war es dann doch wieder nicht. Aber zum einen hat der Lappen das Öl weggesoffen und zum anderen auch das Holz. Das saugt das Öl natürlich direkt auf. Das reicht nicht. Also werden wir nochmal ein bisschen Öl nachsetzen müssen. So, wir haben jetzt den Griff einmal bereits geölt. Ich werde jetzt nochmal hingehen und etwas dicker das Material benetzen. Und werde jetzt mit dem Schmirgel wieder unter kreisenden Bewegungen das Öl in das Holz einschleifen. Das mache ich so lange an einer Stelle, bis ein leichter Schmierfilm entsteht. Und dann, wie ihr hier sehen könnt, wir haben hier so einen leichten, schmierigen Film. Und dann lassen wir das Ganze einfach einmal über Nacht eintrocknen. Und das hat ebenfalls dann den Erfolg, dass die Poren sich zusetzen und sich nicht wieder aufstellen können. Und nach wird so ein ganz seidenglatter Holzglanz entstehen. So, das Ganze werden wir jetzt 2-3 Tage weiter hintereinander machen und ihr werdet sehen, wie das Ergebnis aussieht. Weil es sind ein paar Wochen jetzt vergangen, seitdem wir angefangen haben, die Griffe von innen und von außen zu fräsen. Ich habe euch gezeigt, wie die ganze Sache geölt wird. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, das ist quasi die letzte Ölung. Man kann sehr gut die Maserung erkennen. Es war viele Tage Arbeit. Wir haben das Ding morgens und abends quasi zweimal immer wieder dünn geölt. Und ich denke, so nach so gut einer Woche kann man jetzt von einem fertigen Griff sprechen. Das Ding ist richtig toll geworden. Man sieht quasi durch diese Ölschicht in die Holzmaserung quasi visuell rein und es entsteht so ein richtig toller honigfarbener Effekt. Also, das war's von unserer Grifffertigung. Im Anschluss zeigen wir euch nochmal den Griff im Detail auf dem Drehteller und ihr könnt euch das Ding ganz genau anschauen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt dran. Es geht weiter mit tollen, interessanten Projekten. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.